Ja, und hallo auf dem Kanal, dann hören wir auf live mit dem großartigen Dreadlox und mir, dem DigiHeld, spielen wir 7 Days to Die. Ja. Punkt. Oder Ausrufezeichen oder auch wahlweise gerne das Fragezeichen, je nachdem wie man macht. Das Fragezeichen. Wir sind das Fragezeichen. Du bist das Fragezeichen. Ich bin. Du bist Deutschland. Deutschland, was? Nein. Ich bin die Pommes. Ach, die Pommes. Ich bin die Pommes. Ich bin die zweimal halbe Hahn. Einmal zwei halbe Hahn, ja. Wie kommst du? Egal. Du, Digi, na? Du kommst ja nächste Woche rum, ne? Ja, genau. Hier, Morpheus, Lieferengpässe, weg. Ist das so? Hab ich gehört. Ja, ich hab meine seit gestern. Hast du schon? Boom! Boom. Und? Geil. Und? Geil. Ich bin so Batman, Alter, das glaubt mir niemand. Ich bin zwar der ängstlichste Batman der Welt. Also ich habe gestern Abend, als ich noch gespielt habe, kurz gedacht, dass gleich die Bullen vor der Tür stehen, weil unser Nachbar, also über uns, unser Vermieter quasi, eventuell die Cops rufen könnte, weil jemand Todesschreie von sich gibt. Aber das ist ja nur ein Beweis dafür, wie gut das einfach funktioniert. Ich habe gestern so Schiss gehabt. Ich habe mich so... Redest du noch oder bist du schon wieder weg? Also ich glaube ja, der Dre ist schon wieder abgekackt. Aber er hat ja noch 17 Minuten Zeit. Ich könnte allerdings die Aufnahme hier mal kurz stoppen. Ich kann die ja pausieren, ne? Das ist ja das Coole. Das mache ich jetzt auch mal. So, es dürfte jetzt irgendwie wieder soweit sein. Wir sollten wieder da sein. Der Dre hatte einen Freeze gehabt, deswegen habe ich die Aufnahme beendet. Und dann bin ich an zwei Kötern verreckt. Das ist ein bisschen schade, weil das jetzt nicht da drauf ist. Und es ärgert mich jetzt auch ein bisschen mehr. Aber so ist es halt gekommen. Aber ey, du bist ehrlich und so, ne? Also. Wieso? Ja, man hätte jetzt auch sagen können, dass du jetzt aus technischen Gründen irgendwie. Gestorben bin. Also. Ja, weil irgendwie der Rechner nicht mit. Also, ich hätte die Schuld. Also, ich an seiner Stelle hätte die Schuld direkt irgendwie jemand anders zugeworfen. Aber das bist halt du. Das macht dich halt auch so sympathisch. Du halt, hast mich ja nicht ausreden lassen. Okay, bitte. Ja, wegen Dreys technischen Problemen. Bin ich hier verreckt. Das ist wahr. Nee, ich habe leider die Aufnahme, ja, ne, deswegen ist es halt nicht drauf, wie ich hier verreckt bin. Es sind halt zwei Hunde gekommen, den einen habe ich irgendwie weggemopsert und der andere hat mich dann weggemopsert. Es war ein mopsiges Hin und Her sozusagen. Ja, ja. Wo war ich denn, als das Ding gecrashed ist? Ich war Batman, glaube ich, ne? Mit Angstschreie und so. Ja, scheiße, habe ich jetzt irgendwas Wichtiges? Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls... Ja, also das Ding, wie gesagt, gestern bekommen, ich habe keine Ahnung, vielleicht 5-6 Stunden da jetzt mit, obwohl, nee, ich alleine wahrscheinlich 4. Und es ist einfach krass, es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Beziehungsweise es übertrifft die Erfahrung, die ich damit gemacht hatte, schon vorher. Du hast ja jetzt irgendwie Batman gespielt, oder? Genau, es gibt von... Das nennt sich Arkham VR, glaube ich. Das heißt ja alles jetzt mit VR immer dahinter. Was ich ein bisschen scheiße finde, aber das muss wahrscheinlich am Anfang noch so sein. Und ja, da spielt man halt Batman. Und also, das ist bis jetzt das Beste, was ich gespielt habe. Wie gesagt, 4 Stunden oder so habe ich halt erst gezockt. Ist noch nicht so wahnsinnig viel, was ich gezockt habe. Aber dieses Gefühl, wirklich diese Person zu sein und in dieser Umgebung zu sein, hatte ich bis jetzt noch nirgendwo so stark wie da. Und das, obwohl man sich nicht mal selber frei bewegen kann. Also du kannst dich in einem Bereich von, keine Ahnung, 1,5 Quadratmeter oder irgendwas, kannst du dich bewegen. Viel mehr Platz hatte ich jetzt leider nicht, um wirklich rumzulaufen. Bin immer gegen das Sofa gerannt. Aber ja, du portest dich dann halt immer so, ne? Du zeigst hin, wo du hin willst und dann drückst du auf den Knopf und dann bist du dahin geportet. Und, aber das ist... Unbeschreiblich. Also das ist auch das, was ich dich auf jeden Fall als erstes ausprobieren lassen werde. Okay. Weil das ist einfach... Ja, schön. Ich freue mich schon drauf. Ne? Also, ja. Endlich mal ein Grund, zu dir zu kommen. Endlich mal ein guter Grund vor allem.
Ja, nachher fahre ich dann noch zu meiner Mom, die hat uns zum Essen eingeladen und da werde ich das Ding dann mitnehmen. Mein Vater kommt auch. Okay. Und dann wird das Teil erstmal richtig schön auf Herz und Nieren da. Hoffentlich funktioniert es nächste Woche noch, wenn du kommst. Aber ich habe auch so ein Horrorspiel, das nennt sich Here They Lie. Und das ist jetzt technisch, muss ich sagen, das Schwächste, was ich bis jetzt gesehen habe. Das wusste ich aber auch schon vorher, aber weil das halt ein Horrorspiel ist, wollte ich es ausprobieren. Und das hast du jetzt irgendwie gekauft extra? Oder ist das mit so bei, mit so einer Startsammlung oder wie? Nee, ich habe mir zu Beginn, was habe ich jetzt gekauft? Ich habe PlayStation VR Worlds gekauft, das ist so eine Minispielsammlung, sag ich mal. Dann habe ich mir, wie heißt das nochmal? Until Dawn, Blood of Rush, irgendwie sowas. Das ist im Grunde ein Railgun-Shooter. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert, soll aber sehr, sehr gut sein. Den habe ich mir gekauft. Here They Lie habe ich mir gekauft. Und dann habe ich mir noch runtergeladen, halt das Batman-Ding. Mhm. Und, wollte ich jetzt machen. Genau, und dann gibt's halt noch, wie nennt sich das? Playroom VR. Das ist so ein PlayStation-eigenes Ding. Das kannst du dir kostenlos runterladen. Das macht auch überraschend viel Spaß. Da ist auch so ein Jump-and-Run-Ding mit bei, was ich, also ich würde es jetzt mit Mario vergleichen, so. Keine Ahnung, geht eine Viertelstunde oder so, ist ein Level. Aber ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass VR mit Jump'n'Run, dass es da noch irgendwas dazufügen kann. Also, dass es dadurch irgendwie anders Spaß machen könnte. Mhm. Aber das ist tatsächlich, du kriegst so ein Gefühl von Räumlichkeit und alles und das ist irre. Das ist einfach krass. Genau. Und dann noch so ein Demo-Pack war da mit bei. Also, das ist nur eine Demo-CD ist dabei. Die hatte ich mir aber vorher schon runtergeladen. Da sind, keine Ahnung, 12 Demos oder sowas mit bei. Da ist auch Eve Valkyrie mit bei. Das habe ich ausprobiert. Hat mir jetzt nicht so zugesagt. Muss ich sagen. Mist, das Schwein ist weg. Ja, Sau. Oh, das hört sich irgendwie. Wie technisch? Wie sieht's technisch so aus? Wie meinst du? Wie optisch meinst du, oder was? Ja, sagen wir mal optisch, genau. Erstmal. Wie gesagt, das hängt stark vom Spiel ab. Dieses Batman-Ding ist bis jetzt das. Sieht das am besten aus? Eigentlich sahen die Dinge alle gleich aus, bis halt auf dieses Here They Lie. Das ist technisch wirklich, da merkt man einfach, dass es nicht so. Ich glaube, da war ein Team dran, das nicht so wahnsinnig viel Geld hatte. Das Ganze ist sehr monochrom gehalten in Schwarz-Weiß. Ab und zu gibt es mal. Es gibt eine Figur, der ich jetzt begegnet bin, die ist bunt gewesen, im wahrsten Sinne. Also, das ist eine schwarze Frau mit dem gelben Kleid, die fällt halt extrem auf da so. Das Feuer, was da ist, ist farbig, aber ansonsten. Sieht das technisch schon am schwächsten aus. Allerdings kannst du dich da auch frei bewegen. Man bewegt sich dann halt mit dem Controller, mit dem Stick. Und man guckt sich aber auch um mit dem Stick. Also wenn du dich drehen willst, musst du mit dem Stick dich umdrehen. Und da merkt man einfach, dass das technisch noch nicht so der Oberhammer ist. Die haben das jetzt so gelöst, du kannst entweder blendet das so ein bisschen aus, ne, dass dein Bild quasi kleiner wird, weil dir ziemlich schnell schlecht werden kann, wenn du nicht einfach so drehst mit dem Stick. Mhm. Entweder das oder es blendet so aus und wieder ein. Das habe ich aber sofort wieder ausgemacht, weil das gefiel mir überhaupt nicht. Und so von den Texturen und so sieht das auch nicht so besonders berauschend aus. Dieses eine Spiel jetzt im Speziellen. Mhm. Ja, und jetzt irgendwie, okay, das schlechtes Beispiel. Und das gute Beispiel ist das irgendwie jetzt. Also die fällt schon auf. So Kantenflimmern fällt dir auf jeden Fall auf, stellenweise. Das klingt jetzt aber schlimmer, als es am Ende ist. Also dieses Kantenflimmern, das, so, du meinst irgendwie so praktisch in den Augenwinkeln oder wie? Ja, wenn du jetzt, das ist schwierig zu beschreiben. Also ich glaube, jeder Konsolenspieler kennt dieses Kantenflimmern. Ach, Kantenflimmern, jetzt, okay, ja, ja, okay, das. Weißt du, was ich meine? Also ja, wenn man. Halt, wenn du so eine Kante hast, die ist halt irgendwie stufig und wird dann halt. Genau. Mit Tessellation oder so. Oder mehrmals Bildüberlagerung. Ja. Wird da halt irgendwie das ein bisschen unscharf gemacht oder halt, ja. Und das genau. Kann halt irgendwie dann zu so einem Flimmer-Effekt führen. Und genau, das kann dir halt extrem auffallen, wenn du dich da wirklich drauf fokussierst, aber das ist dann meistens auch im Hintergrund die Sachen. Und, ja. Aber so insgesamt gefällt mir das Display schon sehr, sehr gut. Also man sieht kein Gitter oder irgendwie sowas.
wie es bei, ja gut, das ist unfair jetzt zu sagen, weil das war damals noch, ich glaube, DK1 oder was von Oculus. Mhm. Aber da hatte ich auf jeden Fall ein Gitter. Und ich hatte auch bei dem ersten Mal, wie ich die PlayStation VR auf hatte, hatte ich auch so ein Gitter vor Augen. Also das hat man auch deutlich gesehen. Das ist jetzt nicht... Also wenn das Bild komplett schwarz ist, dann hast du ein Gitter. Aber wenn das Bild komplett schwarz ist, ist es auch ein Ladescreen. Also von daher ist das ziemlich egal. Mhm. Ja, aber sonst sieht das echt gut aus. Also du siehst kein diese Bildwiederholungsrate, da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, dass wenn du dich bewegst, dass du da auch was flackern siehst oder irgendwie sowas. Mhm. Aber gar nicht. Also es ist wirklich komplett flüssig, komplett sauber. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass mir irgendwie schlecht geworden ist oder so. Und ich bin bei Eve Valkyrie auch wirklich Barrel Rolls und Loopings und sowas geflogen. Es gibt ein Spiel, habe ich gezockt, da bist du in einem Mech und hüpfst da durch die Gegend. Und das war dann, wenn man so einen Doppelsprung gemacht hat, so schnell aufeinander folgt, das war dann schon ein bisschen seltsam. Aber so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss das Ding absetzen, mir ist schlecht, hatte ich bis jetzt noch nicht. Okay. Und das soll ja angeblich auch sehr viel mit den Frames und sowas zu tun haben. Ja, ne? Ja, diese Motion Sickness, ne? Genau, ja. Also ich bin gespannt, wie gesagt, was meine Eltern nachher sagen werden. Weil die halt Videospiele auch nicht gewohnt sind. Und wie ist so der Tragekomfort? Mein Bruder hat sich das Ding gestern so sehr angeklemmt, dass er sagte, er hat das Gefühl, sein Kopf ist verformt. Das muss man dann natürlich selber irgendwie sich überlegen, wie stramm man das Ding ziehen will. Aber ich hatte das Teil jetzt irgendwie, ich glaube, das längste, was ich das Ding am Stück auf hatte, war eine Stunde. Das Unangenehmste sind die Kopfhörer. Also wenn man ein ordentliches Headset dazu hat, ist, glaube ich, zu empfehlen. Ich habe jetzt hier mein von wem ist das? LG, dieses Ding? Nee, nicht LG. Logitech. Das ist vielleicht ein bisschen klein dafür, das drückt ein bisschen. Aber das Headset selbst, also die Brille selbst, vergisst du irgendwann. Es sei denn, du ziehst am Kabel. Das mit dem Kabel muss ich mir noch irgendwie, da muss ich mir was überlegen, wie ich das mache. Okay, das mit den Kabeln habe ich irgendwie gehört, soll nicht ganz so schön sein. Nee, das hängt halt, entweder hängt es dir über der Schulter am Rücken runter oder es hängt halt vor der Schulter am Bauch runter. Es ist auf jeden Fall halt immer da. Und das ist ein bisschen, das zieht einen immer wieder so raus. Also wenn du dann merkst, ah fuck, ja, hier ist ein Kabel, dann bist du halt aus dem Spiel wieder draußen so. Ja, klar, ja, klar. Mhm. Aber, also es hat, boah, das bei Batman, das, ich freue mich so darauf, dir das zu zeigen. Weil ich hatte zwischendurch wirklich so das Gefühl, fuck, ich habe gerade echt gedacht, das wäre echt so, weißt du, das war so wirklich so, wow, das ist nicht echt, was gerade passiert, so. Ist schon, boah, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das ist erst der Anfang. Ja, das hört sich ja irgendwie alles super an, ne, also, so. Ich hatte meine Erwartungen ein bisschen gedrosselt, so. Vor allem von dem, was ich so mal gehört hatte, weil die meisten Leute mal sagen, ja, das sieht halt kacke aus und das flimmert und das flackert. Und das stimmt halt auch bei einigen Spielen, wie gesagt. Technisch ist das bei einigen Dingern nicht so geil. Diese Resident Evil Demo, die flackert ziemlich. Aber ja, es ist alles immer noch so in dem Bereich, wo ich sagen würde, okay, das ist aber vertretbar. Also das ist jetzt nichts so Schlimmes. Und dann kommt ja auch noch die PlayStation Pro nächste Woche raus. Die kommt nächste Woche schon raus? Kommt Donnerstag, erscheint das Ding. Und wer weiß, was das Teil dann dazu beiträgt, ob da irgendwie Verbesserungen vorkommen. Die Leute, die das Ding ausprobiert haben, sagen ja, die Kantenglättung ist auf jeden Fall krasser. Die Details sollen wohl besser sein. Ja, ich wundere mich tatsächlich darüber, dass es irgendwie von der Grafik her so gut aussehen soll. Das muss ich sagen, finde ich... Also, stellst dir nicht unbedingt fotorealistisch vor. Naja, was ist heutzutage fotorealistisch? Zumindest nicht durchgehend. Also ich hatte bei Batman hatte ich gestern eine Stelle, da stand ich einem Typen gegenüber und ich dachte, alter Schwede, wenn du mir jetzt gleich irgendwie mein Bruder reinkommt und mir eine lang, werde ich einfach völlig ausrasten. Ja. Weil ich halt das Gefühl hatte, der Typ ist ja, einfach gut, die Immersion ist da, ne? Also ja. Gut, wir reden jetzt aber, also ich habe ja jetzt nicht nach der Immersion gefragt, sondern nach der Grafik aber, einfach so. Ja, aber das hängt für mich irgendwie zusammen. Also die... Na gut. Ne, dadurch, dass es halt so echt aussieht, bist du dann halt auch schneller drinne. So mit Lichteffekten. Da hast du eine Taschenlampe oder irgendwie sowas, so einen Scanner hast du halt. Und wenn du mit dem da durch die Gegend leuchtest und dann siehst, wie das Licht sich verhält, dann wirkt das halt schon alles direkt echter.
Es ist krass. Also wer die Möglichkeit hat, das Ding irgendwie auszuprobieren, auf jeden Fall nutzen. Ist halt auch eine, also wenn man sich das anschaffen will, ist halt auch nicht so ganz so billig, ne? Ich meine, die Brille alleine kostet 400. Und dann brauchst du aber noch die Kamera, die kostet, gut, du kannst sie gebraucht kaufen, dann kriegst du sie vielleicht für 30 Euro. Mhm. Sonst kostet sie 50 oder 60. Dann sind die beiden Move-Controller nicht zu vergessen. Die hatte ich jetzt noch hier, aber die kosten, ich glaube, auch 30 Euro das Stück oder so. Ja. Auch ganz schnell bei einer ganzen Menge Kohle. Die PlayStation, ich weiß nicht, was kostet eine PlayStation? Ja, die kostet so 300, ne? Ja, ne? Die neue 30, Slim kostet 300 oder sowas. Ja. Ja. Da bist du dann auch irgendwie bei 800, 900 Euro insgesamt. Hm. Und das muss man sich dann vielleicht nochmal überlegen, ob man jetzt von null auf nur dafür das machen will. Weil Spiele, die musst du dann halt auch noch kaufen. Hm. Die fangen so 15 Euro an, gehen, ja, Robinson The Journey liegt jetzt bei 70 immer noch. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass das ein Platzhalter ist und das Ding irgendwie runtergeht auf 50 oder so. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, mittlerweile würde ich sagen, okay, klar, ich gebe auch 80 Euro aus. Einfach nur, weil ich diese Dinos sehen will. Aber, ja, mal schauen. Muss man selber wissen. Wie immer. Es ist so, so ist es im Leben. Ja, sorry, war jetzt ein ziemlicher Monolog, aber ich bin auch ein bisschen begeistert. Ja, das ist ja kein Problem. Man muss ja auch die Leute, die was zu erzählen haben, ausreden lassen, ne? Irgendjemand hat sich jetzt hier verabschiedet und zwar war das irgendwie der Arzitopia, ne? Der ist irgendwie, der hat Tschüss gesagt, bis nachher. Er meint, er ist irgendwie nachher nochmal hier. Ich weiß nicht, ob wir dann auch nochmal da sind. Ich hoffe, wir sehen uns heute nochmal, sonst halt nächste Woche. Tschüss. Falls du noch da ist, tschüss, ja. Ja. Ja, aber insgesamt ist es ja tatsächlich, hört sich das so an, als wäre das etwas, worauf man sich durchaus freuen kann, ne? Ich bin sehr begeistert, ja. Falls man das nicht rausgehört hat. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Also, es empfiehlt sich, die Erwartungen runterzudrücken, natürlich. Logischerweise. Was jetzt schwer fällt, wenn man mich jetzt vielleicht schwärmen hört. Ja. Wie gesagt, also ich bin gespannt, wie meine Eltern reagieren werden. Mein Vater ist da ja, der hat da richtig Bock drauf. bei meiner Mom weiß ich es nicht, aber die hat auch geschrieben, ich soll das Ding mal mitbringen. Naja. Und ich freue mich darauf, dir das Teil nächste Woche dann auf die Nase zu drücken. Mhm. Zu gucken, wie du reagierst. Ja, also ich freue mich auch drauf, das wird bestimmt lustig. Weil das ist auch so schön intuitiv, das ist so, du, die wird kurz gezeigt, wie es geht und dann, aha, alles klar. Und irgendwann hast du dann selber schon eine Idee, wie es funktionieren könnte und machst es dann auch einfach. Mach es. Ja. Einfach, just do it. Just do it. Da habe ich jetzt die ganze Folge durchgelabert, es tut mir furchtbar leid. Ich glaub dir nicht. Doch, es tut mir wirklich leid. Ich glaub dir nicht. Das ist aber so. Ja. Warum? Wenn das Spiel bei mir nochmal abstürzt, mach ruhig eine eigene Folge nochmal. Damit. Vielleicht. Ja, okay, alles klar. Also. Ja. Ja. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, mit meiner Redezeit anzufangen. Guck mal. Stimmt, wir hatten ja sogar noch Waffen. Und zu trinken habe ich nichts mit. Boah, was? Wie viel hat das verbraucht? 40? Alter, wo soll man das denn hernehmen? Können wir schon Stahl? Warte, ich muss ja Stahl können dann. Also ich kann keinen Stahl. Ich mach das. Ich Idiot, Alter. Ich hab eine Pistole mit, Alter. Dann schieß mit Pfeil und Bogen auf die Hunde. Was ist denn los? Ich noch nicht. Echt? Oh, das ist aber, ja, im Eifer des Gefechts und so, ne? Ach ja, hatte ich das überhaupt schon erwähnt? Ich bin ja halt gestorben am Anfang, als Dre halt eben den Absturz hatte und ich dann halt die Aufnahme gepausiert habe, ist dann ja auch noch irgendwie das Ganze abgeraucht, so. Was machen wir in der nächsten Folge, Dre? Ich muss noch weiter Ressourcen sammeln, das scheint immer noch nicht zu reichen, aber ich werde die Hütte weiter ausbauen, Spikes bauen und so einen ganzen Kram, ja.
Das ist mein Plan. Super. Bist du gerade im Feuer? Nee. Gut, ich suche mir gerade Skills. Irgendwo müssen die doch rumliegen. Ich wollte gerade sagen, ich muss dich leider enttäuschen, Skill liegt nicht so rum. Also, Skill kann man nicht finden, Skill kann man nur kaufen. Kann man nur kaufen. Bis dann, bis zum nächsten Teil. Tschüss. Tschüss. Tschüss.